Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien haben gemeinsam mit dem Stadtpolizeikommando Brigittenau ja 8 Jugendliche festnehmen können. Sie stehen im Verdacht, 8 Raubüberfälle begangen zu haben auf offener Straße, aber auch vorwiegend in S-Bahn-Stationen in den Bezirken Leopoldstadt und Brigittenau. Ist bekannt, was die Jugendlichen hier haben mitgehen lassen, was sie erbeutet haben? Die Jugendlichen haben Bargeld erbeutet, sie haben Mobiltelefone erbeutet, eine Uhr haben sie erbeutet, also Wertgegenstände, die Personen mit sich führen. Und es soll hier ja auch 2 Verletzte gegeben haben. Es hat 2 Verletzte gegeben. Die Jugendlichen sollen grundsätzlich so vorgegangen sein, dass sie ihre Opfer eingeschüchtert haben. Die meisten Opfer waren Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. In 2 Fällen waren es aber erwachsene Männer, eine Person, ein Mann 30 Jahre alt, der andere 43, und hier sind sie sofort mit Gewalt vorgegangen. Den 43-Jährigen haben sie derart verletzt, dass er mit schweren Kopfverletzungen in ein Spital gebracht werden musste. Wie konnte man den Jugendlichen dann schlussendlich habhaft werden? Nun, da vorwiegend in S-Bahn-Stationen die Taten verübt worden sind, konnte man Bildmaterial sichern. Es hat dann intensive Ermittlungen gegeben und man hat sukzessive einen nach dem anderen ausforschen können. Und im April heurigen Jahres hat man dann alle 8 festgenommen. Man hat auch versucht, natürlich ihnen die Delikte nachzuweisen. Auch das hat einige Zeit in Anspruch genommen und nun ist man eben auf 8 Raubdelikte gekommen. Nebendelikte waren unter anderem, dass Bankomatkarten, die NFC-Funktion verwendet worden ist. Das heißt, die Jugendlichen sollen damit E-Scooter ausgeliehen haben unter anderem oder eben auch an einer Supermarktkasse bezahlt haben. All das konnte man ihnen jetzt nachweisen. Befinden sich die Jugendlichen in Haft oder wurden sie auf freiem Fuß angezeigt? Alle 8 Jugendlichen befinden sich in Haft.